Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun mit einem frenetischen unseren Burgvogt, den Erzähler, Mr. Rudolf Berger! Hört her! Hört her! Ich verkünde euch eine Mär. Im Buch der Bücher fand ich nun ein Märchen. Es hat mit Gans zu tun und es beginnt vor langer Zeit mit Es war einmal. Es war einmal ein Fürst, der hatte zwei hübsche Töchter. Sie hießen Rosenweißchen und Schneerötchen. So wie die Namen es schon verkünden, konnten die beiden unterschiedlicher nicht sein. Rosenweißchen war eine gar brave und biedere Maid, die ihrem Vater stets gehorsam war und viel Freude bereitete. Sie trug die schönsten, edelsten Kleider und alle bestaunten ihre liebliche Erscheinung. Schneerötchen hingegen war aufmüpfig und wirbelwind. Sie hasste das edle Gewande und sich wie eine Prinzessin zu benehmen, war ihr ein Gräuel. Zusammen wohnten sie auf einer wunderschönen Burg, oben auf dem Berge, wo im Tale des Kampfes Rauschen zu hören war. Die Prinzessinnen verbrachten viel Zeit im umliegenden Wald und vergnügten sich, jede auf ihre Weise. Schweig, Schwester, sonst
Emma und mir auf die Burg. Wir helfen natürlich gerne, lieber Zwerg. Oh, ich danke euch, liebe Prinzessinnen. Oh. Ah. Oh, wunderbar, es geht ja, wunderbar. Oh, da seid ihr ja, ihr meine Augensterne. Wo wart ihr denn so lange, ihr meine Töchter? Im Wald, väterlicher Fürst. Und seht nur, was wir dort gefunden haben. Ja, und dieser Kerl ist uns auch zugelaufen. Und nicht schlecht, nicht schlecht. Edler Fürst, ich bringe euch beide Töchter und diese geheimnisvolle Truhe hier, die nur ein wahrer Fürst zu öffnen vermag. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was schluckt der Specht? Oh, edler Fürst, in dieser Flasche, die wir gebracht, ist jener Schatz, den einstmalig Langenlöser Winzer gekentert und einen edlen, schaumenden Trunk bereitet haben. Der Weissagung nach kann nur er von zwei ehrbaren Jungfrauen und von einem starken Kerl gefunden werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es scheint so, als dürfte sich diese Weissagung hier und heute erfüllen. Lasst uns dir, treuer Zwerg und starker Kerl, diesem Trank einen Namen geben, der dir zur Ehre gereicht. Er soll fortan Zwergerlsekt genannt werden. Ihr meine Augensterne, Schneerötchen und Rosenweißchen, sollt fortan edler Zierat auf diesen Flaschen sein. Und die Moral von der Geschichte, allein die Größe ist es nicht. Na ja, Tom, was sagst du? Nicht schlechte Geschichte, oder? Kennt von uns.